Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle. In der letzten Folge haben wir Part 3 abgeschlossen mit den ganzen Ex-Missionen. Joseph gegen Dio oder Polnareff gegen Vanilla Ice. Und hier haben wir auch schon Josuke gegen Shigekio abgeschlossen oder Shigechi. Und wir machen jetzt die letzten beiden Kämpfe, die alle beide gegen Kira sind. Gegen einen 60 Ticks besiegen, okay, da brauche ich keinen besonderen. Ach. Spieler mit. Na gut. Versuchen wir das. Ist ja nicht eigentlich Kira sagen? Egal. So, der Original Kira. Eines Tages treffen Koichi und Rohan den Geist von Remi Sugimoto. Sie berichtet ihnen, dass sie an den Ort gebunden ist, an dem sie umgebracht wurde, um andere vor ihrem Mörder zu warnen. Dann an einen Schultag wie jeden andere. Harvestnutzer Shigechi trifft in der Nähe seiner Schule einen Mann, der dort mit der Hand einer Frau entlang geht. Stimmt, die haben irgendwie Tüten so ausgetauscht, ne? Dann komm mal her. Und sofort noch mit ihnen spielen, Mann. Ja, den kennen wir doch da, im Hintergrund. Okay, ich hab's verstanden. Okay, ich kann den Link nicht zurück. Also wie raten, ich krieg jetzt hier wieder voll Schwierigkeiten, ne? Wir kämpfen gerade in Kiras Haus, merk ich. Nein! Oh, geh weg! Verpiss dich! Glaube ich aber nicht, das verfolgt mich die ganze Zeit. Oh nein, Kiras Vater. Was bringt das überhaupt jetzt? Harvest einzusetzen. Hey, da im Hintergrund ist Koichi. Zum Teufel. So. Leck mich. Der ist. Lässt mich nicht an sich heran. Manchmal sind die Gegner aber auch schwer, ne? So, komm her. Das war, glaube ich, voll Verschwendung, aber. So, komm her. Noch ein bisschen. Harvest. Ich hab einen Schrei. Den sein Schrei war noch gar nicht vorbei. Und ich war schon der Sieges. Hier hab ich das gemacht. Was zum. Wir sind weg. Okay, weg. Geh weg. Nein! Oh Mann. Okay, das heißt nur Hard Attack da. Das ist aber Sheer Hard Attack. Ja. Okay, ich habe irgendwie so drei Dinge, habe ich so das Gefühl. Die kann ich halt immer wieder zurückrufen. Und den seinem Fall hat sich gerade gegen ihn gestellt. So, ich komme. Wie das aussieht. Tacos, was? So, komm her. Ah, okay, ich verstehe jetzt. Ich verbrauche ein so ein Ding, wenn ich hier meine Spezialdinger einsetze. So, jetzt komm. Ich bin gesprungen, leck mich. Boah. Oh nee. Au. Na, warte. Leck mich.
Hat er echt noch einen Unentschieden ausgeholt. So, wenn ich Kreis und hier, weiß ich nicht, diesen Viertelkreis mache, dann zum Beispiel wirft er 3, weil mein starker Angriff ist. Wenn ich Dingens einsetze, 3 und 4, wirf ich nur 1 oder 2. Okay, das ist gut zu wissen. Boah. Irgendwie im Abwehren und so besser geworden. Und jetzt nochmal Dreieck ein. Achtung, über dir, okay. Voll viele Trophäen. Ja, seht ihr, jetzt muss ich alle. Oh Mann. Oh Mann, komm schon. Ich muss immer so aufpassen, dass ich noch welche habe. Ich nehme an, das nicht so gut. Da, komm her. Ich hoffe, er zählt nur als mein Sieg, wenn der weniger KP hat als ich. Wenn er gleich noch weniger KP hat. Nein! Habe ich gewonnen? Jawohl. Oh, die Ironie. Ah, okay, das war schwer. Nächstes mit Koichi. Ich auch gar nicht meinen, dass ich mit die Hälfte der Energie kämpfe. キラの記憶の能力を知らなかった。それは触れたものを何であろうと爆弾に変えるというものだった。その爆弾によってシゲチーは痕跡を一切残さずに消滅させられてしまう。助けてくれど誰か。君は死ななくてはならない。 目撃者は生かしておけない。誰一人としてこの嫌いよしかげの正体を知る者はいてはいけない。しかし彼は最後の力を振り絞り一体のハーベストをジョウスケの元へ行かせた。殺人鬼の上着から奪い取ったボタンを届けるために。 Ja. So begann die Jagd nach Yoshikage Kira. Geil, war. Jetzt noch Koichi gegen Kira. Und ich werde wieder Heilung einsetzen, habe ich so das Gefühl. Und das war doch ganz schön schwierig. Nach dem Kampf mit Rohan treffen Josuke und Okuyasu den Harvest-Nutzer Shigechi. Shigechi wird daraufhin von dem Mörder Yoshikage Kira getötet. Oh, das ging schnell. Josuke und Okuyasu erfahren durch den Geist Remi Sugimoto von seinem Tod. Kira selbst war derjenige, der vor 15 Jahren Remi getötet hat. Danach werden Koichi und Jotaro auf ihre Suche nach Informationen völlig unerwartet angegriffen. Kiras Killer Queen Bombe Nummer 2, Shiata Tak, wird gezündet. Bei dem Versuch, Koichi zu schützen, wird Jotaro von der Explosion erfasst und verwundet. Ja, genau. Der Panik nahe erwacht Koichis Reverb Echoes Arc 3 und kann den Shiata Attack stoppen. Daraufhin erscheint Kira und versucht, seine Kraft wiederherzustellen. Stimmt, ja. Er hat ja nicht wirklich gegen ihn gekämpft. Er hat ja manchmal ein bisschen nervig, dass die Textbox immer dazwischen sind. Ich möchte lieber mit 100% wieder sein. Aber ich glaube, da kann man nicht annullieren, ne? Okay.
Natürlich meine Verteidigung nehmen erhöhen. Aber das wird schwierig. Er hat ja gegen Shihad Attack gekämpft eigentlich die ganze Zeit und der ist ja ferngesteuert. Kann sein, dass Killer Queen auch ein bisschen anders aussieht. Da waren die Ohren ein ganz klein bisschen anders. Später, ich weiß halt nicht mehr. Das sieht mir jetzt so unbekannt aus. Sehr gut. Aber was ist mit dir los? Meine Güte, lass mich mal an dich heran. Kriegt die Krise. Ich glaube, ich hätte noch einen anderen Effekt nehmen sollen. Ich glaube, mich hat das was wert. Obwohl, weiß man nicht. Ich will einfach seine Krawatte richten. Nein, ich schon wieder. Nein! Boah, ist das dämlich. Ich war einen Millimeter zu weit an ihn entfernt. Leck mich. Boah. Die Gegner hier schwer auf einmal. Au, was? Was war das? Vorhin hat er einen anderen Angriff gemacht. Hat er was geworfen? Das will ich doch gar nicht machen. Ah, lass mich dein. So, komm her. Echos. Bam, 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 Kapeng. Three Freezo. Sehr schön. Er kann nicht zu Ende schreien, immer. Er so einen langen Schrei, oder was? Ne, ich sehe schon. Wenn ich jetzt nicht mache, dann. Oh, nee. Das gibt's nicht. Warum kann ich den Cut nicht ausweichen? So schwer ist das doch nicht. Muss doch nur die ganze Zeit rollen. Boah. Wie kann er mich damit treffen? Ma. Komm her. Sorry, Freezo. Was macht er da? Irgendwann am Boden war er gerade. Nein! Ich kann doch nicht mal aufstehen. Aber warum macht mir Kira in jeder Form irgendwie so Schwierigkeiten? Meine Güte, ey. Als ob der Kosakus Körper ja nicht schon schwer genug war. Habe ich jetzt eigentlich meinen Zusatzeffekt noch? Also was hier? Sams. Sehe ich doch nicht ein, hallo? Bin zwar voll überpowered jetzt, aber egal. Nein, noch nicht, der Kampf hat noch nicht mal begonnen und ich werde schon geil. Soll ich allgemein jedes Mal machen? Hard Attack mit. Okay. Ich muss ihn seinen Stand haben. Wie zum Teufel soll ich denn das machen? Ja, ne? Oh, okay, sehr gut. Will ich mal jetzt mal einsetzen, wenn der einsetzt.
wie auch immer ich das anstellen kann. Sind irgendwie mit Dingen zu treffen, mit Echos nehme ich an. So, gleich. Aua. Der hat doch gar keine Chance, wenn ich meine Dinge jetzt die ganze Zeit heile. Das ist voll der unfaire Effekt. Echos. Three Freezo. Bams. Na, oh, verdammt. Frisst das. So. Das war sehr schön. Das Ding ist mir kackegal, ey. Na, verdammt. Wenn mir das Ding einfach egal ist und ich einfach sogar durch angreife. Erstmal den hier machen. Ja, das geht. Das geht. Hat. Nein. Ja, ich hab gemacht. Ja, ich hab gemacht mit dem Luftdruck. Das mal nein. Nein. Luftdruck. Hat er irgendwas verputzelt hier? Okay. Achso, nee. Okay. Kann ich eigentlich machen, ich brauche Dings. Ich nehme an, ein oder zwei wenigstens. Aha. Habe ich nicht mehr. Weil die Explosion einfach überall. Nein, 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 wo ist er? Wo ist er? Bams. Ah. Wie? Komm her! Wenn was wie im Manga. Mehr oder weniger. Ja, die packt so einen langen Schrei. Schon wieder perfekt, was? Ach ja, ich heil mich ja die ganze Zeit hoch. Voll unfair eigentlich. Ja, schon wieder ein schwerer Kampf hier. Ich glaube, das nehme ich nicht, weil das irgendwie viel zu überpowert. Wenn ich gerade so schnell heilt. Achso, ja. Hier schwerer zu machen, ja, kann ja. Er kann ja mit seinen Stand andere schwerer machen, deswegen dachte ich jetzt irgendwie, das irgendwie Gamatsch falsch.
Stimmt, die kannten ja den seinen Namen gar nicht vorher, ne? Ja, und so wurde er sozusagen zu dem Kira, gegen den wir vorher gekämpft haben. Die coolere Version, finde ich. Naja, eigentlich nicht. In seine Haare sehen da voll komisch aus. Er hat eigentlich normalerweise so einen japanischen, so komplett schwarze Haarfarbe gehabt, aber irgendwann, als sein Stand stärker wurde, hat er dann irgendwie, weiß ich nicht, so eine komische Frisur gehabt, was den noch irgendwie verrückter aussehen ließ. Manchmal auch gefallen. So, ich würde dann sagen, wir beenden den Part hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge mit Part 5, Venture Oreo, weiter. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.